Moin aus dem tiefen Pfälzerwald. Heute gibt es eine neue Ausgabe der Sommerakademie. Und zwar wird das Schwerpunktsthema in den nächsten Tagen sein Präsenz, Souveränität und Persönlichkeit. Wie hängt denn das miteinander zusammen? Und ja, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir mit Kunden tun, vor Kunden, ob das nun schriftlich, virtuell oder eins zu eins gegenüber ist, wir haben uns ja dabei. Und da stellt sich ja die Frage, wie erleben uns die anderen Menschen und inwieweit ist es uns bewusst, wie uns andere erleben. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr grundsätzlich ja ein Ziel habt vor Gesprächen und grundsätzlich auch eine Idee habt, was ihr erreichen wollt. Ihr letztendlich euch auch gut vorbereitet. Also nicht nur spontan, kreativ, im Moment sein. Und wenn ihr dann aber das Gespräch habt, gerade über eure Vorbereitung, jetzt ganz ihr selber euch zeigen könnt. Ja, was heißt das denn? Also ich komme ja auch aus dem Management und habe dort sehr viel Rollenspiele wahrgenommen und gelernt. Und Rollenspiele ruhig im absolut positiven Sinne. Rollenspiele im, was möchte ich erreichen, was ist jetzt meine Aufgabe. Und gleichzeitig hatte ich das große Glück gehabt, in sehr menschlichen Branchen und Unternehmen arbeiten zu dürfen, sodass ich gleichzeitig auch immer ich als Anke gefragt wurde. Also nicht nur die Fassade. Und ich sehr schnell Rückmeldungen bekam, wenn ich meinen schwarzen Business-Anzug hatte und dann vielleicht noch eine braune Hornbrille auf hatte, dass das doch sehr straight und unnahbar wirkte. In manchen Situationen habe ich das auch bewusst eingesetzt. Aber in 90% der Situationen war das kontraproduktiv. Und so ist es jetzt auch als Selbstständige, als Solounternehmerin. Und das kennt ihr vielleicht. Schaut doch mal in euren vergangenen Wochen, wo wart ihr ganz echt ihr selbst und genau aus diesem Grund erfolgreich. Postet das hier doch mal. Was sind eure besonderen, tollen Momente mit den Kunden? Und es geht mir gar nicht so sehr jetzt um Abschluss oder Nicht-Abschluss, sondern wirklich um den Moment, weil selbst wenn es jetzt nicht zum Abschluss gekommen ist, wer weiß, was für einen Samen ihr da für die Zukunft gelegt habt. Also schreibt mir hier mal bitte, was sind eure magischen Momente des ganz Echtseins, des ganz Präsentseins. Bis bald, eure Anke.